Ja, schönen guten Tag. Ich bin nicht, was oft verwechselt wird, Vorstand der GLS Bank, sondern der GLS Treuhand. Das ist ein gemeinnütziger Verein, den es seit 50 Jahren gibt. Und unsere Hauptaufgabe besteht darin, Stiftungsvermögen zu verwalten, die Stifter darin zu unterstützen, ihre Zwecke zielorientiert und gemeinnützig einzusetzen, Projekte zu empfehlen und Geld zu vermitteln zwischen Menschen, die zu viel haben und Menschen, die Ideen haben, aber kein Geld haben. Das ist die Kernaufgabe. Was kann die Landesregierung Nordrhein-Westfalen tun? Den allerwichtigsten Beitrag kann sie dadurch leisten, dass sie bewusstseinsbildend tätig ist. Das hat erstmal gar nichts mit Geld zu tun. Dass sie nicht aufhört zu sagen, dass der einzige Sinn von Wirtschaft darin besteht, die geistigen, die kulturellen, die materiellen und die sozialen Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Und dass Banken die einzige Aufgabe haben, die Wirtschaft darin zu unterstützen. Das hat ordnungspolitisch enorme Konsequenzen und es hat auch, was die Geldflüsse angeht, unmittelbar Konsequenzen. Und die Frage, mit der wir uns täglich, so wie auch viele hier im Saal, sich auseinandersetzen, ist die: Wie kann es eigentlich gelingen, dass angesichts des viel zu vielen Geldes, was im Umlauf ist, sehr viel mehr dorthin fließt, wo es dringend gebraucht wird? Und das hat etwas mit der Möglichkeit zu tun, inwieweit die freie Initiative von Menschen und die freie Initiative von Vereinen, von Genossenschaften, von gemeinnützigen GmbHs, von Unternehmensgesellschaften gefördert werden, ermutigt werden. Und für diese Ermutigung ist es immer wieder wichtig, auf diese Grundsätze hinzuweisen. Denn eigentlich ist solidarische Ökonomie so gesehen ein Widerspruch in sich. Ich teile aber die Auffassung von Sven, dass es keinen Sinn macht, sich darüber jetzt zu streiten, in welchen Zeiträumen man das machen kann. Wir haben gemeinsam die Aufgabe, darauf hinzuwirken, dass unsere Wirtschaft immer gemeinwohlorientierter wird. Ich sehe in verschiedenen Bereichen vor allen Dingen einen professionellen Beratungsbedarf. Viel gesellschaftliches Engagement geht schon nach kurzer Zeit dadurch in die Erfolglosigkeit, dass verwechselt wird, dass das Richtige zu tun und das Richtige zu wollen nicht immer das Gleiche ist, sondern dass man eine Professionalität braucht, um Menschen zusammenzubringen, um Kapital zusammenzubringen, um eine Organisation aufzubauen, damit sie auch ökonomisch lebensfähig ist. Es geht ja in der solidarischen Ökonomie nicht darum, sozusagen einen zusätzlichen, dauerhaften Subventionsbereich aufzubauen, sondern es geht darum, regional, lokal Wirtschaftszusammenhänge zu unterstützen, die sich nach einer Anschubunterstützung selbst wirtschaftlich tragen können und die möglichst arbeitsintensiv und weniger kapitalintensiv sind. Ich nenne Ihnen ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Wir haben als GLS Treuhand viel mit landwirtschaftlichen Projekten zu tun, schon seit Jahrzehnten, und sind finanziell beteiligt an vielen landwirtschaftlichen Betrieben, auch hier in Nordrhein-Westfalen, die als Verein organisiert sind, als Wirtschaftsvereine, im Zusammenhang mit Ausbildungsstätten, mit heilpädagogischen Einrichtungen und so weiter. Ich war vor einiger Zeit in einem Betrieb in Brandenburg, 4.500 Hektar, neben dem eigentlichen Pächter drei Festangestellte plus fünf weitere saisonbedingt. Und ich war einige Wochen später auf dem Dettenfelder Hof in der Nähe von Frankfurt, 180 Hektar mit 258 Beschäftigten, weil dort in Verbindung mit Landwirtschaft
nicht nur Anbau, sondern auch Zucht, eine eigene Käserei, ein eigener Verkauf, ein Kindergarten und so weiter und so weiter und so weiter angeschlossen sind, Produktionsbetriebe. Das heißt, es hängt sehr viel davon ab, in welche Richtung menschliche Fähigkeiten, menschliche Kreativität gefördert, unterstützt und ermutigt wird. Ich nenne einen anderen Bereich im Bereich der Energie. Sie wissen, dass die Energiegenossenschaften in den letzten 3-4 Jahren um ein Vielfaches gewachsen sind. Allein in den letzten 2-3 Jahren an die 400. Und alle Genossenschaften, die sich jetzt nicht sozusagen aus dem Raiffeisenverband in der ländlichen Region oder aus dem Bauernverband heraus sozusagen entstehen, sondern die aus der freien Initiative von Menschen entstehen, die selbst bisher mit wirtschaftlichen Zusammenhängen eher wenig zu tun hatten, da ist es wichtig, die fachlich zu unterstützen, weil jede Genossenschaft, die anfängt, hat erstmal bis zu dem Zeitpunkt, wo sie tatsächlich in die Produktion einsteigt oder wo sie tatsächlich ein Stromverteilnetz erwirbt, enorme Kosten allein schon dadurch, um Menschen auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen und sie zu motivieren, sich mit eigenem Geld an der regionalen Wirtschaft zu beteiligen. Das Soziale entsteht nicht nur dadurch, dass Geld fließt, sondern es entsteht auch und vor allem Dingen dadurch, dass durch diese Geldflüsse einfach soziale Zusammenhänge wieder entstehen und lebendig bleiben. Und es gibt abschließend zwei Punkte, die ich nennen will, die ich für sehr wichtig halte, an die Adresse der Landesregierung, auch wenn ich weiß, dass dies partiell mit der Haushaltssituation konkurrieren kann. Jedes Land, jede Kommune, jede Stadt sollte heute aufpassen, dass sie ihr Eigentum an Grund und Boden, an landwirtschaftlicher Nutzfläche, an Immobilien vor dem Zugriff von Kapital schützt und dafür sorgt, dass die Geldflüsse, die zur Erhaltung, zur Förderung, zur Renovierung, zum Ausbau dieser Werte gebraucht werden, dass dieses Kapital generiert wird und bereitgestellt wird von den Menschen, die in dieser Region oder auch darüber hinaus wohnen und leben. Die Finanzierung ist überhaupt nicht das Problem. Es gibt genug Geld. Das Geld ist nur leider allzu oft an der falschen Stelle und wird dort investiert, wo eine hohe Rendite oder auch eine Höchstrendite erwartet wird. Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass wir alle als Bürger nicht so leicht davonkommen, weil wir selbst einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wo wir unser Geld anlegen und was die Bank mit unserem Geld macht, während wir arbeiten, in Urlaub fahren, schlafen oder sonst was machen. Und wir haben einen wesentlichen Einfluss darauf, wo die Institutionen, in denen wir tätig sind, die Vereine, die Parlamente, die Kirchen, die Gewerkschaften, die Verbände, wo die ihr Geld anlegen. Und wir haben einen Einfluss darauf, bezogen auf alle Stiftungen, die wir kennen, dafür Sorge zu tragen, dass das Stiftungskapital selbst nicht zu einer verklärten, sozusagen toten Zukunft, eingefrorene Zukunft wird, sondern dass das Stiftungskapital so angelegt wird, dass der Stiftungszweck selbst damit gefördert wird und nicht nur über die Rendite, weil sonst Stiftungskapital den Renditeerwartungen um ein Vielfaches erhöht. Vielen Dank.